Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stardew Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Forza Horizon 5. Wir fahren auch mal direkt los. Ihr seht schon, ich habe mein Navi hier eingestellt, denn wir haben ja hier noch die Aufgabe, die kann ich euch zeigen. Moment. Hier verdiene, hier oben, verdiene 1650 weitere Auszeichnungspunkte und das nächste Kapitel von Die Abenteuer von Forza Horizon schalten. Das machen wir jetzt. Beziehungsweise wir müssen halt noch ein bisschen was holen. So, ich fahre jetzt gerade erstmal zu einer Beschleunigungsstrecke, denn dort kann ja dann auch die. Und dadurch, dass der hier sehr schnell beschleunigt, wie ihr sehen könnt, könnte das sehr gut. So. Sind wir hier auf der Autobahn, geil. Mal ein bisschen hier brettern. So. Nichts passiert. Oh nö, ich habe das gerade gekriegt. Ach. Ich bin wieder da. Technische Schwierigkeiten, aber ja. Oh. Den Sound sollte ich eventuell etwas leiser machen, tatsächlich. So. Und den hier auch. Entschuldigung, Leute, das ist wieder eine chaotische Folge, aber ist mal wieder ein paar Dinge, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und in ja. 400 Meter da. Links abbiegen. So. Links abbiegen. Noch 3 Kilometer, immer noch so weit. Mann. Anfahrt ist ja schon eine Beschleunigungsstrecke hier, ey. Ja, egal. Aber dieser Spoiler von diesem Auto, ne, der ist so geil. Generell das ganze Auto ist geil. So. In 400 Metern links abbiegen. Ja, ich biege gleich links ab. Links abbiegen. Oder ich bin so schnell auf 200. Das geht ja gar nicht. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ah, hier sind sogar welche. So, hin. Du hast dein Ziel erreicht. Veranstaltung beitreten. Solo. Ach so, muss man jetzt. Nein, ich nehme natürlich das hier, weil es ist das Schnellste, was ich habe. Also, rein da. Ich immer noch das Weihnachtsmann-Zeug. Ich glaube ja. Immer noch. Okay, mal gucken, wie sich das so tut jetzt hier. Veranstaltung starten, ja. Es könnte sein, dass ich tatsächlich nicht so schnell werde. Ja, doch. Das
tatsächlich. Also das Auto ist einfach das Maximum. Ja. Einfach erster. Nice. Also das ist, glaube ich, das beste Auto, was ich je haben konnte und gekauft habe. Glaube ich. Weil ich glaube, ich habe kein anderes Auto, was noch so schnell ist. Aber ja. Okay, ich muss mal kurz was gucken. Ich bin gleich wieder da. Okay, ich bin wieder back. So, wir könnten ja hier mal gucken. Ne, das habe ich schon gemacht, tatsächlich. Scheunfund. Achso. Ja. Was machen wir denn jetzt noch? Wenn wir versuchen, den Blitzer hier zu dingsen? Nee. Könnten ja hier irgendwas oben nehmen. Komm, wir machen nochmal ein Rennen, oder? Im Rennen bin ich zwar scheiße, aber egal. Ich bin Kinder. Beschleunigungsstrecke oben. Ah, mir fehlen jetzt, glaube ich, nur noch 400. Perfekt. Ja, das sollte ich ja mit diesem Rennen hinkriegen. So. Oder fast. Unfall gebaut. Das Auto ist auch einfach stärker als diese Leitplanke da. Richtig. So. Okay, ich sehe nichts. Nein. Blödes Auto. Egal, wir fahren trotzdem. Aber 300 km/h in der Kurve hier. Wow, ich habe mein Ziel erreicht. Ich nichts sehen kann. Komm, wir machen das noch und dann war's das. Machen wir das hier. Empfohlen. Warum empfehlen die mir denn immer das? Ich behalte diesen Bugatti. Vielleicht bereue ich das jetzt, aber egal. Dafür bin ich doch hier, um es zu testen. Let's go, bitte schneller laden, danke. Please. Ringelblumensprint. Ach du heilige Scheibenkleister, was ist das denn? Ja, ich werde eh wieder verkacken, aber egal. Oder warum haben die denn jetzt hier so eine schnellere Beschleunigung, Alter? Oder dieses Teil ist auch gar nicht prüfbar. Ja, einfach rein hier. Jalla. Ja, ich bin jetzt Siebter. Jetzt Sechster, aber ich hänge an der Scheibe. Ah ja, an der Kurve meine ich. Ha! Weg. Okay, Fünfter. Ah, scheiße. Bin ausgebrochen. Ja, der war auch nicht gut. Ey, das war aber auch ein geiler. Ich glaube, das ist ein Porsche, ne? Mich jetzt noch einer geholt, weit. Ja. Okay. Oder ich fahre die ganze Zeit nur irgendwo gegen. Junge. Nein. Warum denn? Nichts passiert, gar nichts passiert. Alles im grünen Bereich.
Nee, komm. Ey, darauf habe ich schon wieder keinen Bock. Das macht schon wieder gar keinen Spaß. Ja, wow. Das ist genau dasselbe gewesen jetzt hier. Ah, noch weiter. Ja, hier. Wo kommt der her? Oh, Junge! Oh, ich raste hier gleich aus. Bremsen. Nein, du überholst mich nicht. Ey, wie kann man nur so behindert sein? Ich fahre sogar noch gegen diese Wand, Alter. Ich bin Sechster, wow. Das ist ein Scheiß, ey. Was ein Scheiß. Naja, Sechster, schön. Boah, ist das kacke, Alter. Naja, schön für den Gewinner. Tschüss. Tschüss. Jetzt krieg ich aber hier so ein Drehding. Ah, 15.000, wow. Da freue ich mich ja sehr drüber. Überhaupt nicht. Geil, ich habe ein neues Kapitel abgeschlossen. Hey Colin, Zeit für ein Abenteuer. Wohin geht's als nächstes? Habe ich schon gemacht. Das hier muss ich jetzt machen. Reisenbacher, was? Ideale Lage für den Querfeld-Ein-Außenposten. Let's go. Du, Alex, Ramiro und jeder einzelne Fan schreibt mir und fragt, wann Reisenbacher eröffnet. Tolle Neuigkeiten. Ich sag allen demnächst, ja? Wie ich da aber hinfahre, das seht ihr in der nächsten Folge, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like, einen Kommentar da. Hey, amigo. Schaut außerdem auf meinen Twitter-Server. Ich finde, wir sollten Horizon zeigen, warum in der Baja das größte Offroad-Rennen der Welt stattfindet. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Können wir ja einen Außenposten einrichten. El Himi Superstock ist da listo. Ciao, ciao. Feelings are showing.